Den ganzen Tag in der Natur verbringen, das ist Programm in der Kindervilla Pusteblume. Die Kita im erzgebirgischen Lößnitz praktiziert Umweltbildung zum Anfassen. Hier zieht es einfach jeden ins Freie. Weil da draußen viel mehr zum Spielen ist. Naturspielplatz, Wasserspielplatz und Kinderbaustelle. Das alles ist seit 1995 peu à peu entstanden. Und zwar unter Regie der Elterninitiative. Diese übernahm die Kita, nachdem sie von der Kommune wegen zu wenigen Kindern geschlossen worden war. Mit so einem schönen Haus und riesigen Garten wuchs die Idee, anders als bisher auf die Kleinen einzugehen. Sie in der Natur für die Natur zu begeistern. Das war eigentlich ein englischer Park und viele dieser kleinen Anlagen hier waren gesperrt für Kinder, weil es einfach gefährlich war. Und wir haben also in diesen 20 Jahren alles so umgestaltet, dass es, auch wenn es Gefahren sein können für Kinder, dass sie also nicht Leib und Leben gefährden, aber dass man das wirklich alles erleben kann. Immer wieder kamen neue Projekte hinzu, etwa der Ganztageswaldkindergarten Waldsträuche, eröffnet 2004. Die Plätze für ihn sind ebenso begehrt wie für die Kindervilla Pusteblume. Davon zeugen Wartelisten. Keine Spur mehr von Kindermangel.